Liebst du auch in Gnocchi über alles? Ich meine selbstgemachte. Da musst du einmal in deinem Leben Gnocchi alla Sorrentina gemacht haben. Kartoffeln gekocht und geschält, dann pressen wir die und darin geben wir ein Ei und vermengen das Ganze. Wir müssen sicher gehen, dass das Ei gut eingearbeitet ist. Insgesamt benutze ich hier 500 Gramm Mehl, aber ich gebe erstmal 400 Gramm, um sicher zu gehen, dass ich die beste Konsistenz kriege. Helfen uns erstmal mit einem Schaber. Sobald es so aussieht, machen wir mit den Händen weiter. Wenn der Teig euch zu klebrig ist, einfach Mehl hinzufügen und weiter kneten, bis wir so einen schönen Teig haben. Dann bestäuben wir unsere Arbeitsplatte mit Sémola, schneiden uns ein Stück vom Teig ab, dann schneiden wir uns kleine Stückchen ab und rollen die so mit dem Finger. Für die Leute, die sagen, warum benutzt du die Gabel nicht? Das mit dem Fingerziehen sind die echte hausgemachte Gnocchi. Und jetzt kümmern wir uns um die Soße. Pfanne mit Reze, kurz warten. Olivine Leul, kurz warten. Knoblauch, ein, zwei Peperoncino, ein Basilikumstiel. Und jetzt müssen sich die Aromen vereinen. Okay, reicht. Abbasada. Ein bisschen Wasser hinterher. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Das ist aber lecker. Ein bisschen Basilikum. Das Ganze lassen wir ca. 15 Minuten lang köcheln. In der Zeit schwimmen unsere Gnocchi oben. Dann rein damit. Dann kommt das alles in eine Form. Mozzarella fior di latte und 3,8 Tonnen Parmesankäse. Das Ganze kommt jetzt in den Ofen bei 250 Grad für ca. 15 Minuten oder 10 Minuten. Guckt einfach. Leute, habe ich leider vergessen, die Endcut mit aufzunehmen, aber ich versichere euch, das ist aber lecker.